Also ich würde gerne meinen Vortrag mit ein paar Fragen anfangen und dann wird das weitergehen. Also wie haben Menschen im Kaiserreich etwas über die deutschen Kolonien erfahren? Wenn größtenteils Soldaten, Missionare, Biologen, Anthropologen und Beamte die Agenten der kolonialen Expansion waren, wie sieht das mit dem Rest der Bevölkerung aus, die die deutschen Metropolen nie verlassen haben? Wie wurden Vorstellungen über die Kolonien und die Diskurse über weit entfernt existierende Orte und die dort lebenden Menschen im Kaiserreich vermittelt? Und warum ist koloniale Fotografie kein Teil der Geschichte der Fotografie? Für die Menschen in den deutschen Metropolen war die koloniale Expansion ein literarisches und bildliches und mediales Phänomen. Nicht mit der Brutalität, dem Rassismus und der Ausbeutung des Kolonialismus selbst konfrontiert, sind die Deutschen vor allem durch Fotografie mit kolonialen Kontexten in Kontakt gekommen. 1907 unternahm der Fotochemiker und zukünftige Pionier der Farbfotografie Robert Lohmeyer die erste seiner beiden Expeditionsreisen nach Afrika. Nachdem er das fotografische Verfahren der Dreifarbenfotografie nach der Natur in Berlin bei Adolf Miethe studiert hat. Der Chemiker Adolf Miethe, der den Lehrstuhl für Fotochemie, Fotografie und Spektralanalyse an der Königlich Technischen Hochschule zu Berlin innehatte, also heute ist es die TU Charlottenburg, dieser war bei seiner Einrichtung 1873 im Kaiserreich der erste seiner Art, entwickelte mit seinem Assistent Arthur Traube das Verfahren der Dreifarbenfotografie und stellte dieses 1904 auf der Weltausstellung in St. Louis einer breiten Öffentlichkeit vor. Lohmeyer reiste also mit über 100 Kilogramm Zubehör, den Dreifarbenkameras und weiteren Materialien. Und ja, er hatte so einen ganzen Waggon für sich, damals 1907, weil das war schon sehr anstrengend für ihn, diese Reisen zu machen. Also 1907 und danach 1909 nach Afrika, fotografierte dort Menschen, Tiere, Pflanzen und das normale alltägliche Leben. Ebenso Soldaten und architektonische Besonderheiten und erstellte aus diesen Motiven farbige Glasdias sowie weitere Schwarz-Weiß-Abzüge. Die Rechte an seinen Fotografien dieser Reisen wurden im Kaiserreich von dem Karenweller Verlag erworben, um diese im Rahmen der Buchreihe Welt in Farbe ab 1910 zu veröffentlichen. Es ging bei diesen Veröffentlichungen darum, Bücher über verschiedene deutsche Regionen und also innerhalb von diesen deutschen Regionen, die deutschen Kolonien waren dabei, als Farbfoto-Essays an die bürgerliche Oberschicht zu verkaufen, da gerade bei dieser Gruppe an Bürgern das Interesse an der neuen Farbfotografie und Druckverfahren zunahm, welche die bis dahin übliche Nachkolorierung von Schwarz-Weiß-Fotos per Hand ablöste. Also es geht dann um die erste so Coffee Table Books im Kaiserreich, also auch voll bunt und exotisch. Die Fotos von Lohmeyer sind unter anderem in dem zweibändigen Buch Die deutschen Kolonien 1909-1910 veröffentlicht, welcher vom Hauptmann Kurt Schwabe herausgegeben wurden. Also er war ein Soldat in Deutsch-Westafrika. Die 1000 gedruckten Exemplare sind für die erhebliche Summe von 200 Reichsmark der interessierten Kundschaften angeboten und auch verkauft worden. Der Anthropologe und Mediziner Gustav Fritsch, also könnte man sagen, der allererste deutsche Anthropologe, der sich mit Fotografie beschäftigt hat und wollte das als naturwissenschaftliche Mittel verwenden. Also Fritsch stellte in einem Vorwort zum ersten Band dieses Buches die Neuheit der Dreifarbenfotografie hervor und spricht dabei von Afrika, und er sagt so einfach Afrika, in einer romantischen Art und Weise. Sein Text, also das fängt mit einem Zitat von Goethe und endet mit einem weiteren Zitat von Heinrich Heine. Und in der Mitte beschreibt er die deutschen Kolonien als zweite Heimat. Und ich zitiere Fritsch: Das wilde Land wurde mir fast zur zweiten Heimat. Also nur fast.
Das Ethnologische Museum in Berlin kaufte 1910 die originalen Glasdias von Lohmeyer selbst an und später nach der Zerstörung des Archives in den zwei Weltkriegen weitere Schwarz-Weiß-Abzüge, teilweise mehrfach, von den beiden Bildagenturen von Lohmeyer. Also er hat Lohmeyer nach 1911 eine erste Bildagentur gegründet, die Fotozentrale der Kolonialkriege dann und dann nach dem Ersten Weltkrieg bis zu seinem Tod Vira. Und er ist, also bis kurz vor seinem Tod 1959, in Kontakt geblieben mit allen möglichen ethnologischen Museen in Deutschland. Also es gab einen Kontakt zwischen ihm und dem Ethnologischen Museum in Berlin in 37, 47, 1950 und 51. Und heute die Sammlung umfasst über 300 Fotos. Also ganz genau sind sie 374, muss man auch aber eine neue Bestandsaufnahme machen. Also die zunehmende Zirkulation von Lohmeyers Fotografien reproduzieren bestimmte ideologische Konstruktionen und lassen anderen gleichzeitig verstummen. Sie erlauben einigen wenigen Menschen, auch durch die gesetzte Beziehung zwischen dem konkreten Bild und seinem beschreibenden Text zu sprechen und fordern damit gleichzeitig das Schweigen von vielen anderen. Diese komplexe Zusammenarbeit der verschiedensten Akteure auf fotografische, technologische, kommerzielle, aber auch anthropologische und militärische Ebene führten zu einem großen kommerziellen Erfolg von den deutschen Kolonien, der sich über die Jahre 1909 und 1910 durch nachfolgende Neuveröffentlichungen noch deutlich verstärkte, die sich dann in ihren verschiedensten Diskursen und sich zuspitzende koloniale und neokoloniale Absichten auf ganz konkrete Publikumsschichten kalibrieren. Also man kann Bücher bis heute online kaufen, muss man nur die deutschen Kolonien Staube eingeben und dann kommt man auf so Antiquariat-Internetseiten, wo für quasi 100 Euro kriegt man die zwei Bände. Also richtig mit derselben Einführung, gar nicht so kritisch dargestellt, einfach so nur mal. Das übergeordnete Ziel meiner Forschung ist es, einen ersten Schritt in Richtung der Dekolonialisierung von Fotografiesammlungen in ethnologischen Museen zu gestalten. Und im ersten Teil meines Vortrages möchte ich die koloniale fotografische Praxis von Robert Lohmeyer ausführen, analysiert am Beispiel seiner Darstellung von leeren Landschaften in dem Buch Die deutschen Kolonien. Ich setze diese Ästhetik aber in Konfrontation zu seinen veröffentlichten und unveröffentlichten Schriften sowie seinen Fotos, die im Archiv des Ethnologischen Museums liegen. Diese Konfrontation erklärt den Unterschied zwischen einer offiziellen visuellen Erzählung über die kolonialen Grenzen und der Frage, wie so eine Erzählung überhaupt zustande gekommen ist. Also was ist das Prozess? Was mich interessiert hat und immer noch interessiert, ist das, man hat in der Sammlung quasi 370 Fotos, aber in den Büchern sind quasi 50 Fotos erschienen. Wie ist man an diese Auswahl gekommen? Was wollte man veröffentlichen und was wollte man eher vertuschen? Also das war meine Ausgangsfrage. Im zweiten Teil des Vortrages erläutere ich, wie koloniale Sammlungen institutionelle Grenzen sichtbar machen, indem sie entweder als Kunst oder als ethnografisches Dokument gedacht werden und was so eine Trennung für die Geschichte der Fotografie eigentlich bedeutet. Also die Wichtigkeit der Fotografiesammlungen für die Dekolonialisierung der Geschichte des Mediums und von deutschen Museen insgesamt noch nicht viele Anerkennung bekommen hat, kann man auch nachvollziehen, wenn die Diskussion stark über Human Remains, was natürlich eine wichtigere Frage ist vielleicht, aber trotzdem. Und die aktuelle Forschung zur Fotografie im Deutschen Kaiserreich 19. Jahrhundert und Anfang 20. ist immer noch sehr lückenhaft. So zum Beispiel Professor André Servigon 2017 in seinem Standardwerk Photography in Germany festgestellt, dass die Geschichte der Fotografie in Deutschland die Geschichte einer unruhigen Begegnung eines Landes mit der Modernität in bildlicher Form ist. Aber seine beiden Kapitel über Fotografie im Kaiserreich sagen nichts über koloniale Fotografie aus. Also kein Wort, interessant. Dies ist meines Erachtens keine vertretbare wissenschaftliche Position mehr. Also dass man über Empire redet und über so Fotografie und Visual Culture in Empire und so trotzdem irgendwie Kolonien sind irgendwo zu finden, geht nicht. Egal, ob man Historikerin ist oder Kunsthistorikerin oder keine Ahnung.
egal. Lohmeyer hat ebenfalls fast keine wissenschaftliche Aufmerksamkeit erhalten. Einer der ganz wenigen Historiker ist Professor Jens Jäger, der sich in seinem Artikel Heimat in Afrika 2008 mit Lohmeyers Werk befasst. Er hat hier allerdings die verwendeten fotografischen Prozesse am Anfang seiner Arbeit falsch identifiziert und diese als Autochrom von den Lumière-Brüdern bezeichnet, während Lohmeyer, wie schon beschrieben, Adolf Mietes Dreifarbenverfahren verwendet hat. Und das ist wichtig, weil die Techniken oder die Fototechniken beziehen sich auf Ideen über Wahrnehmung und über Menschen, die in dieser Zeitphase im Kaiserreich schon von Rassismus und von der Ethnologie geprägt war. Deswegen, das ist keine Lappalie. Es gibt ein Wissenssystem, was dahinter steckt, die man verstehen soll. Also seine Forschung ist auch darüber hinaus auf die Bewilderung verschiedener veröffentlichter Bücher eingeschränkt und beschäftigt sich nicht mit dem Archivmaterial, welches diesen Veröffentlichungen zugrunde liegt. Das fotografische Werk Lohmeyers muss sowohl in den Kontext der kolonialisierenden, globalisierenden und visualisierenden Technologien des Kaiserreiches, als auch in die Geschichte der institutionellen Sammlungspraktiken eingebettet werden. Ich halte es für notwendig, einen Schritt der konzeptuellen Abkehr weg von einer Fotografie als Technologie eines automatisierenden Apparates hin zu einer Fotografie als Verhandlung zwischen Mensch und Norm zu gehen. Also den Prozess der Konstruktion dieser Beziehung in den Blick zu nehmen, trotz der asymmetrischen Verhältnisse eines kolonialen Kontextes. Eine Fokussierung auf die technischen Aspekte der Bilderzeugung steigert beispielsweise die Gefahr, gerade nicht zu erzählen, wie sich Widerstandsbewegungen in der gewaltsamen Aneignung von Raum in Fotos erkennbar ist. Eine besondere Bedeutung in den Büchern Die deutschen Kolonien kommen den Landschaften zu. Meist sind üppige Bäume, Pflanzen und fruchtbares Land abgebildet und es werden Möglichkeiten für einladende und schöne Spaziergänge suggeriert. Also wie man das hier sieht, und das findet man in alle Bücher, wo die Fotos von Lohmeyer erschienen sind, so diese koloniale Promenade, die man alleine im Wald machen kann. Auffällig ist hier, dass auf diesen Bildern wenig oder oft gar keine Menschen und Tiere abgebildet sind. Gleichzeitig werden die Symbole von kolonialer Macht in kaiserlicher und kirchlicher Architektur kontinuierlich hervorgehoben, als ob es nichts anderes von Bedeutung. Hier geht es um Abbildungen von Großstädten wie Dar es Salaam oder Lomé, in denen Tausende von Menschen gelebt haben, die man trotzdem als leere Landschaft abgebildet hat. Man sieht hier 1926, das ist eine andere Auflage von den deutschen Kolonien, die von Paul Löthwein herausgegeben wurde. Löthwein und sein Vater Theodor Löthwein kennen vielleicht Menschen aus seiner, also er hat bei den Nama und Herero Genozid mitgemacht. Also, ja, interessante Menschen haben sich für diese Fotos entschieden. Genau, also das Buch wurde herausgegeben für das Jubiläum des Kongo-Konferenzes. Aber da Landschaften nicht nur Kulisse und Bühne sind, sondern eng mit der Geschichte, Kultur und Kolonialismus verborgen sind, geht es hier um eine bewusste Auswahl von Lohmeyer, von dem Herausgeber Schwabe oder Löthwein und dem Verleger Karl Weller von Fotos leerer Landschaften, die aus anderen möglichen Abbildungen mit dem Ziel ausgewählt worden sind, die kolonialisierten Länder als sicherer Ort für eine mögliche zweite Heimat zu vermitteln. Eine Heimat, in der es keine Gefahren durch Tiere, Extremzwecke oder durch militärische Einsätze gibt, die aber fremd genug bleibt, was die Flora und den Gesamteindruck angeht, um das Interesse der Leserinnen durch einen neu formulierten Romantismus zu wecken und zu steigern. Die Fotografie hat sich parallel zu den Erfindungen des Teleskopes und des Mikroskopes entwickelt, in denen sich ebenfalls die menschlichen Beobachtungskräfte und der Bereich des zu beobachtbaren Raumes erweitert. In der Fotografie ist die Kamera manchmal als Ersatz des menschlichen Auges gedacht. In der kolonialen Fotografie von Lohmeyer
ist die Kamera das Auge des Kaiserreiches, welches auf die fernen Kolonien schaut und dadurch in Kombination mit militärischer Expansion seine eigenen Grenzen ausdehnt. Also. Aber die Unsichtbarkeit des Krieges, des Genozides, des Konfliktes und die Grenzen verweisen auf eine Vergrößerungsdynamik des Kaiserreiches, die in einem leeren und homogenen Raum einfach möglich zu sein scheint, in einer schönen und reinen Natur, in der jeglicher Konflikt undenkbar ist. Diese Fotos ermöglichen es somit den Betrachterinnen, sich den offiziell gewünschten kolonialen Blick zu eigen zu machen. Durch das Erkennen des visuell Bekannten und Vertrauten und gleichzeitig durch die Wahrnehmung von etwas klein, also etwas exotisch und neu, hat man eine fast zweite Heimat. Obwohl Lohmeyer die Grenzen zwischen dem Kaiserreich und den Kolonien durch das Paradigma der leeren Landschaft in seinen Bildern auflöst, denke ich, dass wir nicht bei der Geschichte, die diese Bücher erzählen, stehen bleiben könnten. Ein Blick in seine unveröffentlichten privaten Memoirs, seine veröffentlichten Buchdruckenfotografien und auf seine weiteren Fotos in den Archiven des Ethnologischen Museums erzählen uns eine ganz andere Geschichte. Die von der Anwesenheit von Menschen und dem visuellen Widerstand. Also hier sieht man die Hamburger Straße auch von Lohmeyer, wie leer ist oder doch nicht. Also in seinen privaten Memoirs schreibt Lohmeyer, dass sein erster Versuch, Fotos zu machen, nicht funktioniert hat. Da über Nacht Fliegen die fotografische Platte aufgefressen haben. Und er wieder von vorne anfangen musste damit. Schade. Er erzählt weiter, dass wegen extrem schlechtem Wetter er nicht nach Kamerun und anderen Städten fahren könnte und zeigt hiermit auf, dass koloniale Fotografie eine anstrengende Aufgabe war und ihm diese nicht immer leicht gefallen ist, wie man dies im ersten Moment beim Lesen der Bücher vermuten würde. Ich meine, das sind auch so riesige Dinge, so fast 5 Kilos groß, die Bücher, und ich wollte halt sie scannen. Deswegen sind ein paar Fotos nicht so gerade, aber dann sie richtig so aufzumachen und dann auf den Scanner zu legen, war schon eine große Aktion. Man braucht einen großen Raum, um das zu zeigen an seinen Freunden oder Familie und so. Und das ist ein richtiges so Prachtwerk. Also seine Arbeit, die Arbeit von Lohmeyer, war auf keinen Fall ein reibungslos ablaufender Prozess. Besonders wichtig finde ich eine Begebenheit, die in Tanga, in Tansania, stattgefunden hat. Er wollte für ein Foto eine ganze Straße blockieren, um hier ein Bild auf die Menschen zu machen. Ein Beamter vor Ort weigerte sich, das Gebiet abzusperren, da es Ärger mit den umliegenden Einwohnern gab. Es ging um eine Hauptverkehrsstraße und es kam nicht in Frage, den Kreislauf von Menschen für ein Foto zu unterbrechen. Also Lohmeyer schrieb hierzu, ich zitiere, und das ist in seinen privaten Memoirs, die noch nicht veröffentlicht sind. Ich zitiere, hier in Tanga habe ich zum ersten Mal die richtige Bewertungsbürokratie erlebt. Um meine Farbfotos zu machen, musste natürlich das Gebiet bzw. die Straße während dieser Zeit für den Verkehr gesperrt werden. In Sansibar hatte er nur einen Telefonanruf von unserem Konsul an den britisch-englischen Bewohner und den ganzen Platz vor dem Sultanpalast entgegengenommen. Aber der kleine Bezirksbeamte von Tanga machte er sich wichtig, dass ich mit einem Telegramm nach Dar es Salaam drohen musste. Am Ende hat Lohmeyer sich durchgesetzt und seine Bilder gemacht. Ich sehe trotzdem in Lohmeyers privaten Bericht über die Schwierigkeit, in Tanga zu fotografieren, eine Destabilisierung des Mechanismus der kolonialen Repräsentation, trotz der vorherrschenden asymmetrischen Machtverhältnisse, aus denen sie hervorging. Ich finde, dies ist ein kleiner, aber wichtiger Hinweis, nicht nur auf eine nicht erzählte Geschichte eines lokalen Widerstandes gegen das Fotografieren, die nirgendwo in den Buchen deutschen Kolonien zu finden ist, sondern auch auf einen Hinweis auf das lokale Verständnis der Arbeitsweise der Fotografie und der Reproduktion dieser Bilder.
Dieses Verständnis spiegelt sich weder in den kolonialen Fotos, die man sieht, noch in Lohmeyers veröffentlichtem Buch zum Thema Tropenfotografie 1913 wieder. Also apropos Tropenfotografie. Das ist ein sehr interessantes Phänomen, weil Anfang 20. Jahrhundert hatte man zum Beispiel im Botanischen Garten, also das Tropenhaus, wo man exotische Pflanzen aus dubiose Quellen geholt hat, natürlich eng mit der kolonialen Geschichte verbunden, und sie ausgestellt hat und untersucht im Botanischen Garten, hat man auch gleichzeitig Tropenmalerei, also deutsche Maler, die in den Kolonien gewesen sind oder dann doch nicht, die versucht haben, so exotische oder exotisierende Landschaften abzubilden. Und das war ein Phänomen, aber das findet halt keiner in der Neuen Nationalgalerie. Weil das gehört nicht zu der hegemonialen Erzählung der Geschichte der Malerei in Deutschland. Obwohl in vielen Museumsdepots hat man die Werke von zum Beispiel Ernst Vollbehr. Aber sie sind halt nie ausgestellt, weil vielleicht weiß man noch nicht, was man damit oder daraus machen kann. Oder wie erzählt man diese Geschichte der kolonialen Malerei innerhalb der Geschichte der Malerei. Und das ist eine ähnliche Frage in der Geschichte der Fotografie, finde ich. Aber in diesem Buch geht es nicht nur um eine Diskussion über Fotoausrüstungen und darüber, wie man objektiv ein wahrheitsgestreutes Bild von Afrika erzeugt, sondern auch darum, wie man mit den Menschen, die man vor Ort fotografieren will, umgehen soll. Der Autor Lohmeyer betont mehrmals, dass seine Tipps und Ideen direkt aus seiner Praxis in den Kolonien entwickelt wurden und erheben damit einen pseudowissenschaftlichen Anspruch. Seine vermutete Objektivität maskiert die Subjektivität, die der Entscheidung innewohnt, aus welchem Blickwinkel was und wie aufgenommen werden soll und was nicht. In Tropenfotografie behauptet Lohmeyer, dass Menschen, die man in den Kolonien trifft, von Fotografie keine Ahnung haben. Ich zitiere. Anders ist es im Inneren von Afrika, wo die edle Lichtbildkunst noch als unbekannte Zauberei gilt. Hier kommt es vor, dass alles rennt, rettet, flüchtet und entsetzte Mütter ihre Kinder in die Hüter ziehen. Was Lohmeyer allerdings in seinen unveröffentlichten privaten Schriften über Tanga schreibt, zeigt, dass es den Einwohnern in Tanga schon klar war, was die edle Lichtbildkunst ist und warum man eine ganze Straße absperren wollte. Sie aber hatten trotzdem keine Lust darauf. Dies lässt sich nicht nur auf Tanga beschränken. Zum Beispiel das erste Fotografiestudio in Westafrika wurden ca. 1860 eröffnet, parallel zu der Gründung von Pariser Studios, und hat Fotografie bis heute eine lange Kontinuität. Also diese Idee, dass halt nur Europäer Fotografie gemacht haben, das ist eine weiße Fantasie. Also muss man das so sehr, sehr streng dekonstruieren. Und das nervt mich immer, so Bücher über Fotografie, so Global History of Photography, Histoire Mondiale, oder was weiß ich, nur von Frankreich, England und den USA reden, deutlich weniger über Italien, über Deutschland, über Russland, schon es gibt ein westeuropäisches Paradigma innerhalb der Geschichte der Fotografie und fast nie oder sehr selten über Fotografie über Europa hinaus. Und man sagt, ja, die edle Lichtbildkunst ist noch eine Zauberei. Hallo. Nee, also, ne, aber das nervt mich, weil das sind halt so Ideen, die sich leider in der Art und Weise, wie man die Geschichte der Fotografie schreibt, sich ständig wiederholen, und man kommt meines Erachtens noch nicht an eine vernünftige Dekonstruktion von all diesen Vorurteilen. Und dann, wenn man so dekolonialisieren will, dann muss man erstmal eine ganze Fach dekolonialisieren, um dann überhaupt an Museumssendungen ranzukommen. Aber das ist auch spannend. Allein die Erwähnung in Lohmeyers Memoiren auf einen Widerstand, indem man sagt, stopp, ich will nicht, dass du meine Straße absperrst, weil ich muss halt mit meinem Leben weitermachen, zeigt uns, dass Kolonialismus nicht automatisch oder monolithisch zu sehen ist, sondern nur monolithisch konstruiert und dargestellt wird, um koloniale Absichten zu bedienen. Wie ich hoffe, so ganz klar ist von dem Unterschied zwischen diesen beiden Bildern. Und es gibt im Archiv viele Fotos von diesem Clubhaus mit Menschen, also über Clubhaus in Tanga. Und auf alle Fotos sieht man Menschen, weil das war eine normale Straße, wo Leute also gelaufen sind. So dass man an diese
Art Darstellung kommt, in dem man keinen Mensch sieht, hat man tatsächlich so ganze Gebiete abgesperrt. Ja, also koloniale Fotografie ist kein simpler Prozess nach der Struktur, es war einfach so und so habe ich das mal eben fotografiert. Man hat aktiv aus strategischen Absichten bestimmte Erzählungen, Erfahrungen und Bilder vertuscht und andere vervorzugt. Ein wichtiger Aspekt der Arbeit mit Fotografien ist zu verstehen, dass es sich aufgrund ihrer Materialität um Objekte handelt, die sich im Umlauf befinden, die Eigentümer wechseln und ihre Bedeutung und somit ihren Sinn und Funktionsweisen verändern können. Abhängig von den Sammlungen, in denen sie sich befinden, verweisen sie auf ein Wissens- und Wertesystem und zeigen eigene Grenzen auf. Trotz der Innovation, die die Technologie der Dreifarbenfotografie darstellt, sind Lohmeyers Bilder nur in ethnologischen Museen zu finden. Also in Berlin, in Hamburg, in Bremen und in Köln habe ich sie alle so gefunden. Stuttgart habe ich noch nicht geguckt, also ich bin immer im Prozess. Aber man findet sie gar nicht in Kunstfotografie-Sammlungen. Also in Berlin auf keinen Fall, in Bremen auch nicht, Hamburg bin ich dabei, das zu klären. Sie vertreten dadurch institutionelle Grenzen zwischen ethnografischen Dokumente und Kunstwerke, die sich auf die Kluft zwischen Dokumente und Kunst in Museen beziehen. Was mich an diesem Dilemma, ist das ein Fotodokument oder ist das Kunst, interessiert, ist gar nicht die Ontologie des Bildes, weil das kann man ewig lang debattieren und das ist halt nicht das Thema, sondern der Unterschied in der Sichtbarkeit der Fotografiesammlungen in ethnologischen Museen im Vergleich zu Kunstmuseen und der Prozess der daraus resultierenden historischen Aufarbeitung, die diese Institutionen ermöglichen können. Also dann nur, weil man irgendwie einen Fotograf oder Fotografin als Künstler, Künstlerin erkennt, kommt man an eine tiefergehende Beschäftigung mit der Sammlung oder mit dem Fotomaterial, die sie erzeugt haben. Scheinbar, wenn man Bilder als nur so ethnografisch oder ethnologisch versteht, ist das ein längerer Weg. Wie Fotografietheoretikerin Professor Elizabeth Edwards betont, ist Fotografie ein Teil des Ökosystems von Museen. Deswegen, wer Museen dekolonialisieren will in unserer Zeit, soll irgendwann an Fotos ran, weil das gehört dazu. In dem Fall von ethnologischen Museen, wie die Forscherin Christo M. Geary schon 1988 behauptete, sind die Millionen von Fotos, und glauben wir, es sind Millionen, in den Sammlungen von ethnologischen Museen zum großen Teil direkte Konsequenzen des Kolonialismus. Sonst warum sind sie denn halt da? Weil Anthropologen, Ethnologen, Beamte, militärische Leute sind in den Kolonien gewesen, hatte jeder eine Kamera oder viele davon, haben viel fotografiert und dann die Fotos verkauft. An wen haben sie die Fotos verkauft? An Museen. Also, ja. Ich stelle mir die Frage, was für eine Rolle spielt eigentlich die koloniale Fotografie, am Beispiel von Lohmeyers, aber egal, man kann auch von vielen anderen Fotografen reden, und der Kolonialismus in der Geschichte der Fotografie. Was ich am wichtigsten in der Dekolonialisierung von Fotografiesammlungen in ethnologischen Museen finde, ist es, sich gleich am Anfang von diesem Wertesystem der Kunst zu befreien, indem die Fotos von Lohmeyer weder als illustrative koloniale Dokumente noch als Kunst unkritisch einordnen. Ich versuche stattdessen, die zentrale Position der Geschichte der kolonialen Fotografie innerhalb der Geschichte der Fotografie zu integrieren. Koloniale Fotografie darf keine teilzeitige geistige Beschäftigung für Fotohistorikerinnen sein, die sonst dieses Medium als Kunst oder Technik verstehen. Und ebenfalls darf dies kein illustratives Material für Ethnologinnen sein. Nur wenn man die Zentralität des Kolonialismus in der Fotografie erkennt, als eine gewalttätige Erweiterung des geografischen und visuellen Raums, als ein Propeller einer ganzen Industrie von Kameras und fotografischen Geräten, die an unterschiedliche Klimazonen angepasst sind, als ein Mittel für den kommerziellen Erfolg vieler Verlage im Kaiserreich, die sich auf Farbfotobücher spezialisiert hatten, und natürlich als eine visuelle Konstruktion von Alterität, kommt man eine kritische und politische Geschichte der Fotografie näher. Laut Jennifer Tucker, Photography is a reckoning with history.
ist Fotografie eine Abrechnung mit der Geschichte? Ich finde, koloniale Fotografie ist eine Abrechnung mit der Geschichte der Fotografie. Es war mir in diesen Ausführungen ein wichtiges Anliegen zu erläutern, dass koloniale Fotografien versuchen, die Kolonien als einen Teil des Kaiserreiches abzubilden und dabei alle möglichen geografischen Grenzen aufzulösen. So wie die Telegrafen, Dampfschiffe und Eisenbahnen dieser Welt physisch erreichbar und zugänglich machten, machten die Fotografien von Lohmeyer Afrika visuell und konzeptuell zugänglich und kommunizierten diese als leere, ungefährliche Landschaften vertrauensvoll ihrer Leserinnen. Diese Fiktion eines leeren Landes, das sich zu einer Poesie des leeren Raumes entwickelte, erleichterte es den Menschen, die in den Kolonien nicht tätig waren, eine fast zweite Heimat zu erleben, die die gegebenen geografischen Grenzen auflöst. Aber dieser Versuch sollte nicht als eine Realität, sondern als Prozess verstanden werden, als ein Konstrukt, der man dekonstruieren werden kann und soll. Dementsprechend, die Fotos, die wir heute gesehen haben, zeigen ebenfalls nichts, was einfach so war. Die sind nur eine Version unter vielen Alternativen. Der Prozess der Darstellung von Grenzen von Lohmeyer verlief im Parallel zu einer Hinterfragung von Grenzen, seiner fotografischen Praxis und von der Seite der Einwohner in den Kolonien. Vielen Dank. Menschen haben Agency, also Handlungsfähigkeit, und haben sich lange Zeit gegen Gewalt, Ungerechtigkeit und unerwünschte Fotografen gewehrt. Umso wichtiger ist es bei der Analyse kolonialer Fotografie, dass man die Gegenerfahrung ebenfalls erzählt, egal wie wenig oder viel Quellen man über diese Gegenerfahrung hat, und als einen Ausgangspunkt eine Interpretation ansetzt, welche sich nicht nur auf die Bilder von weißen Männern fokussiert, die eben keinen monopolitischen Anspruch über den Diskurs und über die Fotografien selbst erheben können. Dekonstruktion ohne Ende reicht aber nicht aus. Es geht für mich auch darum, eine hoffentlich nuancierte Sichtweise auf die koloniale Fotografie in der Geschichte der Fotografie zu restituieren und dies als Motor einer ganzen Industrie und einer langfristigen Sammlungsstrategie in ethnologischen Museen zu etablieren. Ist das eine besondere Technik auch ist, die der Fotograf genutzt hat. Haben Sie Lust, das nochmal kurz zu erklären, weil ich mir vorstellen kann, dass dieses Absperren der Straßen und ohne Menschen zu fotografieren, hat ja doch auch was mit der Technik zu tun, oder? Stimmt das nicht? Ja, nein. Also die Fototechnik heißt, also ganz lang gesagt, die indirekte, additive oder subtraktive dreifarbige Fotografie nach der Natur. Und es ging darum, also diese Kamera, die Lohmeyer hatte, war eine Bernburg-Kamera, das eine Kameramanufaktur in Preußen war. Und in diesen Kamera drin gab es halt drei Filter, die rot, blau, gelb waren. Und mit Pigmente, auch, also es gab halt Pigmente auf diesen Filtern. Und wenn er das Foto gemacht hat, dann ging das Foto durch diesen, also er hat drei Aufnahmen gemacht. Und er hat am Ende so drei Fotos. Und dann, es gab ein kompliziertes Rekonstruktionsprozess, der zwei Sachen ermöglicht hat. Entweder die Glasdias, die ich gezeigt habe, die Glasdias auch für die Leere zu verwenden, also man könnte sie projizieren auf eine Wand und leeren, oder dann durch eine Dreifarben-Fotografie-Drucktechnik sie in Bücher zu haben.
Also, was Sie fragen, musste man dann halt die Straße sperren, weil diese Fototechnik war sehr kompliziert? Ja und nein. Also, die Beleuchtungszeit 1907 für eine Dreifarbenfotografieaufnahme war 6 Sekunden. Das war schon sehr schnell. Also, man hat keine so 10 Minuten gebraucht dafür. Natürlich, Bewegung war halt schwierig aufzunehmen. Aber ich denke, dass diese so Strategie von Straßen abzusperren, kann man nicht auf die Technik beziehen, weil Adolf Miethe, der diese Fototechnik kreiert hat, hat selber Dreifarbenfotografie gemacht hat, ohne Gebiete abzusperren. Er hat so Porträts von Menschen gemacht, von seiner Tochter, von seiner Ehefrau, von Freunden und so. Das war dann nicht unbedingt notwendig, das zu machen. Also man könnte schon Menschen dabei haben, aber Hauptsache, dass sie sich nicht zu schnell bewegen. Und ich finde gleichzeitig, dass die Art und Weise, wie man das macht, spricht schon für Lohmann, dass er so voll kolonial drauf war. Und für mich war auch die Frage, ich meine, wenn ein Ort nicht leer ist, warum muss ich das leer darstellen, wenn ich das nicht mit einem bestimmten Bewusstsein mache? Ja. Also weil ich mich schon gefragt habe, oder man könnte ja sagen, diese Orte sind ja nicht vollkommen leer, weil das ist die Architektur. Also ich hatte so ein bisschen nochmal an Malerei gedacht, die auch benutzt wurde im Zusammenhang des Kolonialismus, also auch bis in die 1930er Jahre noch hinein, Orte zu erfassen, aber wo sehr oft dann eine Wildnis gezeigt wird, tatsächlich Orte, die kulturell leer sind, um zu begründen, dass man diese Gebiete sozusagen besetzen kann. Da habe ich mich gefragt, also ganz leer sind ja nicht, weil die Zeilen schon Architektur. Ja, also, aber mir ist nicht ganz klar, wie das Verhältnis ist von rein Landschaftsdarstellung, Architektur und was es vielleicht noch gibt in der Serie. Vielleicht haben Sie Lust, das auch nochmal zu sagen. Also, dann die Frage wäre, was für eine Art Architektur, ja? Also in den Büchern findet man halt nur die kaiserliche Architektur und Kirchen, die man ganz neu gebaut hat. Und sonst so sehr traditionelle Darstellung von den Häusern, von den Menschen, die schon in Tanga oder in Dar es Salaam gewohnt haben. Nach dem Muster, das ist eine Hütte. Na, also, denn es gibt schon, fand ich, eine Art, also entweder ist die Landschaft komplett leer, indem man findet nur Bäume und diese so koloniale Spaziergänge, oder ja, wie Sie das sagten, es gibt eine Architektur, aber was für eine Architektur ist das? Dann ist das so deutsches Clubhaus oder Palast der Gouverneur. Also dann bezieht sich schon auf das koloniale Projekt. Tiere kommen nie vor in den Büchern, aber viel im Archiv, aber sie sind halt alle schon tot. Insofern das ein bisschen grausam. Für ein Buch, was man verwenden wollte, um zu zeigen, ah ja, hier, man kann schon die Kolonien als eine fast zweite Heimat appropriieren. Ich finde dabei ganz wichtig, die Idee von Environmental Safety in der kolonialen Fotografie zu analysieren, indem man alle möglichen Gefahren ausblendet, nämlich das Militär. Ich meine, die Abwesenheit von Kriegsfotografie in ethnografische Sammlungen ist eine ganz andere Forschungsthema. Ich würde mich auch aus dem Auftrag von Lohmeyer interessieren. Also was war denn seine Beschreibung seiner Tätigkeit, als er losgefahren ist, und wie viele eigene Entscheidungen konnte er vor Ort treffen oder wie eigen hat er dann vor Ort agiert? Er schreibt in seinem dass er wollte halt Fotografien machen, die einen großen Propagandawert haben. Und das ist ein Zitat. Propagandawert für das koloniale Projekt. Also sein erster Kontakt war mit Hans Meyer, der also Kilimanjaro hochgeklettert hat. Und er hat durch seine Kontakte, weil er kam aus der so deutschen Upper-Class-Familie, so diesen Auftrag bekommen. Und das bis zu einem Punkt bezahlt gekriegt. Also seine Verhandlung mit dem Verlag Karl Weller ist noch nicht klar, weil es gibt kein Archiv über Karl Weller. Also alles wurde über diesen Verlag zerstört. Aber ich nehme an, dass er hat so viele Fotos wie möglich gemacht, weil er war halt da für ein paar Jahre. Und dann mit Karl Weller und mit Kurt Schwabe diese Auswahl getroffen. Also ich denke, vor Ort, er war nicht unbedingt sehr kontrollierbar. Also er war in Kontakt mit den kolonialen Beamten, die bestimmte Sachen für ihn ermöglicht haben. Oder
erleichtert hatten, wie diese so ganze Gebiete abzusperren. Aber er war dann, wenn er vor Ort war, dann war er nicht kontrollierbar. Er hat alle möglichen Probleme. Ich habe Ihren Vortrag jetzt so empfunden, in gewisser Weise als Prozess der Aufklärung und des, so eines Manifests sozusagen. Wir sollten die Fotosammlung dekolonialisieren. Und mich würde jetzt interessieren, was ist so der nächste Schritt, also so dieses, was konkret kann man tun oder was sind so Strategien? Haben Sie dazu schon Ideen oder gibt es da schon andere Leute, die sich damit beschäftigen? Und auch, was tut man, wenn an einer Stelle vielleicht auch dann die Gegenpolmaterialien fehlen? Wie geht man damit um? Puh! Ja, also ich bin mit diesem Projekt im letzten Jahr angefangen und ich bin dabei, momentan andere Farbfotosammlungen zu analysieren und zu gucken, wo sie sind, was gibt es für Forschung darüber. Und wie Sie das schon sagten, manchmal die Quellen fehlen und man kann nur hoffen, dass der Nachfolgerinnen von den Fotografen in diesem Fall so nett genug sind, um schwierige Familiendokumente zu teilen. Also der nächste Schritt, ich kann das so nur für mich als Forscherin sagen, also ich bin dabei, ein Buch darüber zu schreiben, also Farbfotografie im Kaiserreich und was das bedeutet heute für Dekolonialisierung. Aber das ist natürlich etwas, was ich denke muss von Institutionen getragen werden, die diese Absicht haben. Und bis zu einem Punkt, das ist der Fall. Also das Ethnologische Museum hat momentan gerade so eine schwierige Position. Aber ja, ich kann nur hoffen, dass es wird ein größeres Interesse von der Seite des Publikums geben, um über die Art und Weise, wie man sich darstellt und wie man andere Menschen darstellt, kritisch reflektiert. So zum Beispiel, ich finde, dass nach der kolonialen Fotografie, die ich heute so gezeigt habe, also ich habe die Aufnahmen, die Lohmeier von Menschen gemacht haben, nicht thematisiert. Das ist eine ganz... Also dann redet man über ganz andere Art von Grenzen. Aber trotzdem, so Fotografien wie Jimmy Nielsen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, er hat eine Ausstellung gemacht, die heißt Before They Pass. Also schon wieder so die Fantasie von Fotografen, dass es gibt Menschen ganz weit weg, die sterben werden, wenn ich sie nicht fotografiere, weil Modernismus. Also das finde ich zum Beispiel sehr schön. Also ich denke, dass nach der kolonialen Fotografie, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass man weiterhin dieselbe Ikonografie verwendet, um Menschen, die man nicht kennt, zu fotografieren und dann Cultural Appropriation nicht thematisiert. Das Recht auf das eigene Bild nicht thematisiert, finde ich schwierig. Ich denke, eine Veränderung soll auch in der fotografischen Praxis stattfinden und Institutionen, also ethnologische Institutionen. Darf ich dazu noch antworten? Ja. Es gibt ja heute Ansätze in der zeitgenössischen Kunst, also gerade auch in der Fotografie. Also ich weiß nicht, dieser Begriff Photovoice, ob der hier schon bekannt ist, aber Projekte, in denen Fotografen in Zusammenarbeit mit Leuten arbeiten, die im Endeffekt, anstatt dass der Fotograf sagt, ich fotografiere dich jetzt als Fremden, sondern dass man gemeinschaftlich arbeitet und entweder sehr viel mehr Mitspracherecht natürlich entsteht oder aber auch tatsächlich es quasi so behandelt wird, dass die Leute selber sich gegenseitig fotografieren oder wirklich eben, also da gibt es zum Beispiel Leute wie Wendy Ebert, die den Kindern die Kamera in die Hand drückt und sagt, hier, fotografiere selber dein Leben, anstatt dass ich komme und dein Leben fotografiere oder Geschichten wie diese. Ist jetzt so spontan, dass das mir jetzt einfällt. Ja, so ein Gespräch, aber Symmetrie. Genau, also das finde ich wichtig. Aber gleichzeitig, ich habe manchmal den Eindruck, dass die Art und Weise, wie man die großen Fotografen ausstellt,
also hinterfragt diese Ideen von Asymmetrie oder Symmetrie gar nicht so. Zum Beispiel die letzte Irving-Penn-Ausstellung in CO Berlin, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, fand ich zum Beispiel schwierig, dass im selben Raum man hat ein Porträt von Audrey Hepburn und Porträt ist schon eine politische Kategorie an, an Darstellung und direkt gegenüber Catwoman aus Papua-Neuguinea. Und hier hat man einen Namen und hier hat man keinen Namen. Und hier verwendet man vielleicht eine Art und Weise, so europäische Frauen zu porträtieren und hier hat man diesen weißen Hintergrund, die man aus der Anthropologie kennt. Also, und dass das innerhalb von einer Ausstellung nicht zur Sprache kommt, was dieser Unterschied macht und inwiefern diese Art und Weise, Fotos aufzustellen, die schwierige Kategorien reproduzieren. Also nicht, dass ich das sofort als rassistisch bezeichnen werden will, weil ich kenne mich mit Irving Penn noch nicht so stark aus, aber dass er sich, und das war schon in dem Text in CO Berlin klar, dass er diese anthropologische Ikonografie verwendet, hat man schon thematisiert und danach als Begründung, ja, aber die Fotos sind in Vogue erschienen. Was soll ich mit diesem Argument dann machen? Also dann, es gibt viele Akteure, die zusammenkommen sollen, um Fotografie überhaupt kritisch zu sehen und im Endeffekt sie zu dekolonialisieren. Also die Museen oder die Ausstellungsorte, die das ausstellen, mit welcher Haltung mache ich das? Wie will ich an große Fotografen und Fotografinnen ran? Die ethnologischen Museen, die das Archiv besitzen und natürlich die Forschung und was wir aus der Geschichte der Fotografie machen. Ich wollte uns zu diese institutionellen Bedingungen, die du erwähnt hast. Mhm. Und ich wollte, natürlich sehe ich da die Kaiser-Wilhelm-Instituts ganz klar, das sind Vorgänger des Max-Planck-Instituts. Und die hätten bestimmt Geschichte dazu. Ne? Mein Institut. Zum Beispiel. Ja. Aber ich wollte auch sagen, dass koloniale Situation immer von Beamten zu Künstlern geführt haben oder zum Teil von Beamten zu Wissenschaftlern. Das heißt, wenn ein Beamter vor Ort war, hat er immer sich als lokalen Expert dargestellt und wollte immer dann behaupten, er sei Künstler oder Wissenschaftler. Und dann kehrte er zurück ins Heimat und ist plötzlich zu Künstler oder Beamten geworden. Aber das ist nicht die Geschichte von Fotografen, mit dem du dich beschäftigst. Wie wird es dann anders, wenn ein Expert vor Ort ankommt, schon als Expert? Wie geht er dann zurück als Künstler oder als Techniker? Meinst du in dem Fall von Lohmeyer? Oder zum Beispiel, ja. Also ich denke, er war schon Experte, als er also nach Afrika gereist ist, weil er hat schon über Fotochemie promoviert, weil die Fototechnik relativ kompliziert war, musste man schon eine Doktorarbeit darüber schreiben. Vorher, also er hatte schon diese Expertise, was er in den Kolonien verwendet hat, um diese Fotos zu machen. Interessant war für mich dabei, seine Art als Authority zu stellen, als er zurück war, indem er dieses Buch Tropenfotografie veröffentlicht hat und sagt, wie ich das beschrieben habe, ja, das ist halt meine Erfahrung in den Kolonien, ich mache das zu einem Buch als eine Art Do-it-yourself. Falls du die Kolonien mal bereisen möchtest, wie kannst du ein Foto von Afrika, ein richtiges Foto von Afrika machen? Aber natürlich, er hat sich nicht auf alle seine Erfahrungen bezogen, nur auf die Erfahrungen, die in diesem kolonialen Schema passen. Zum Beispiel, ganz interessant dabei war, dass er schreibt, in Tropenfotografie, also was er veröffentlicht hat, und also es gibt viele Rezensionen von dem Buch, er schreibt ja, ich war in der Kolonie, und ich wollte Fotos von Menschen machen und die Menschen wollten, dass ich also deren Namen und Nachnamen schreibe auf das Foto. Hahaha, habe ich auch nicht gemacht. Ja? Also das schreibt er so ganz konkret, als ob ich so den Namen von Menschen aus Togo schreiben würde. Gleichzeitig, wenn man im Archiv des Ethnologischen Museums anguckt und schaut, ja okay, es gibt halt viele Darstellungen von Menschen,
Aber natürlich hatte er den Namen von dem Königin Joya von Bamun geschrieben. Natürlich hatte er den Namen von dem Sultan von Dar es Salaam geschrieben. Ja klar, ich meine, die Menschen, die vielleicht keine so offensichtliche politische Rolle geschrieben hat, könnte er einfach sich damit nicht beschäftigen. Aber die großen politischen Figuren, er würde diese Haltung nicht leisten können. Und das finde ich irgendwie spannend. Also er sagt, ja, ich beziehe mein Buch Gruppenfotografie auf meine Erfahrung, aber nicht auf meine ganze Erfahrung. Und mit diesem Auswahl hatte er sich als Authority, was koloniale Fotografie angeht, stark positioniert. Und seine Kontinuität bis zu seinem Tod als Leiter von dieser Bildagentur geleistet. Von meiner Seite noch eine Bemerkung, was mir noch so stark aufgefallen ist. Also da scheint jetzt wirklich die Fotogeschichte, was die Dekolonisierung der Fotografie angeht, überhaupt eine tiefer gehende Beschäftigung damit, doch sehr der bildenden Kunst hinterherzulinken, weil es gibt ja wirklich eine Reihe von Beispielen aus dem Kunstkontext der Gegenwart, wo mit diesen Archivbildern gearbeitet wird, wo die eben tatsächlich in einer Weise erforscht werden. Also ich erwähne denn jetzt, weil auch Irving Penn im CIO Berlin jetzt schon erwähnt war, es gab vor ein paar Jahren im CIO Berlin eine Ausstellung aus der Beuter Collection. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie der Titel der Ausstellung hieß, ich weiß nicht, ob den jemand vielleicht noch weiß, also das hatte was mit Afrika und Archiv im Titel zu tun. Es waren Fotografien eben tatsächlich aus verschiedenen Ländern in Afrika, zu Kolonialzeit noch, aber eben dann später und Arbeiten von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern unter anderem. Das wollte ich jetzt erwähnen, weil das gerade mit den Namen der Person, die fotografiert worden kam, wurde dann eine Arbeit von Vorname Feldwehr Mofokeng gezeigt, also auch einem südafrikanischen Fotografen, der das Black Photo Album der ein Fotoalbum erstellt hat, der eben tatsächlich überall Südafrika und anderen afrikanischen angrenzenden Ländern rumgereist ist, die Leute gefragt haben, habt ihr noch Fotografien, wer ist auf den Porträts drauf. In der Ausstellung wurden eben viele Fotografien auch gezeigt aus der Studiofotografie um 1900, wo sich eben afrikanische Bewohner, Bewohnerinnen selbst dargestellt haben. Also das wurde da auch entgegengesetzt den ethnografischen Dokumenten, wo ja Leute dann oft sozusagen zu traditionellen Kleidung oder auch Nichtkleidung verdonnert worden oder sie mussten sozusagen als ethnografische Typen posieren und sie selber hätten sich aber eben durchaus auch in Kleidung, die man jetzt so als nachträglich natürlich als kolonial ansehen würde, westliche Kleidung ins Fotostudio gestellt und gezeigt. Aber wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge Arbeit. Es gibt ja auch ethnologische Museen oder die jetzt in diesem Transformationsprozess sind, weil sie einer Kritik unterstehen, die Künstlerinnen und Künstler in ihre Archive lassen und sie auch damit arbeiten lassen. Also wie jetzt in diesem Jahr noch Josef Rauschenbaum Museum in Köln eine belgische Künstlerin, Antje van Wichelen, an ihre Sammlung gelassen hat, die eben dort eine Videoarbeit realisiert hat, oder Peggy Gut, die Interviewen, aber auch am Weltkulturmuseum in Frankfurt mit eben dem Bildarchiv gearbeitet hat und die schon dann in der Form von künstlerischen Forschung, also künstlerischen Forschung, ja, bestimmte Aspekte in diesen Fotografien uns sichtbar machen und eine Perspektive drauf, die vielleicht der Forschung noch, wo die Forschung tatsächlich noch was hinterherhängt oder wo es dann vielleicht nochmal viel deutlicher eine Zusammenarbeit auch geben sollte zwischen einer künstlerischen Forschung und einer wissenschaftlichen Forschung gerade dabei. Und vielleicht noch ein letztes, also ich, da wollte ich noch nachfragen, Restitution. Also ich kenne das ja als Begriff für Rückführung auch von im Kolonialismus widerrechtlich erworbener Gegenstände. Das können ja auch Fotografien sein in die Herkunftsländer selber. Sie hatten das aber in anderem Sinne gemeint mit der Restitution.
Ja, die Restitution der koloniale Fotografie innerhalb der Geschichte der Fotografie. Also, was für eine Rolle spielt? Ja, wieder da einen Ort überhaupt oder den Ort zu geben, wie sie jetzt. Ja, wenn so ein Anspruch steht, dann ja klar, aber das kann ich nicht antworten. Ich finde, einerseits war auch diese anthropologische Sichtweise wiederholt wird in den Bildern, weil sie ja die Fotografien der Kurden in den syrischen Gebieten, die sie verstecken mussten, weil die als Identität galten, also als nationale Identität und eine Existenz der Kurden, was ja verboten war zu behaupten und deswegen dort hingefahren ist und die Fotos gesichert hat. Also als Fotografen da eigentlich hinkam und Auftrag machen uns, um dann dieses Riesenbuch, was ja auch meiner Meinung nach schon fast wissenschaftliche Züge letztendlich trägt, diese Fotos dort zu produzieren und zu sichern. Dann das wäre interessant zu gucken, was kann man machen, sodass solche künstlerische Praxis eine große Rolle spielen in der Art und Weise, wie man die Geschichte der Fotografie erzählt. Und ich merke ja manchmal, es gibt dann so kritische Auseinandersetzungen mit dem Archiv in ethnologischen Museen und das ist super, aber gleichzeitig, wenn man die Geschichte der Fotografie weiter produziert, wie sie ist, als ob Kolonialismus nicht stattgefunden hat und man redet von Empire über Kolonien, dann das bleibt für mich so richtig sehr fragmentiert. Deswegen so nach meiner ganzen Überlegung über wie kann man Bilder dekonstruieren und der Unterschied zwischen was ich im Archiv habe und was erschienen ist, hatte ich so den Eindruck, okay, aber ich dekonstruiere halt ohne Ende und dann was? Also dann was kommt? Wie kann das Ganze sich verbessern? Und deswegen, ich denke so, das ist, was für mich am Herzen liegt. Also wie kann man die ganze Geschichte der Fotografie oder zumindest also Anfang der Fotografie bis zum Ersten Weltkrieg einfach anders erzählen? Also dann irgendwie so, dass so diese ganzen Bewegungen, die die Künstlerinnen machen und manche Ausstellungen einfach in der hegemonialen Narrative einen Platz finden. Also vielleicht auch nochmal in Ergänzung zu diesem Hinweis auf die künstlerischen Arbeiten, die dann mit Archiven umgehen und die anders darstellen. Also ein Problem ist ja auch immer dieses, wie zeigt man dann bestimmte Bilder, in die eben diese Gewalt des visuellen Regimes ja auch eingeschrieben ist. Und ja, das ist mir mit dieser Markierung, die Sie da genau, ne? Und das ist, finde ich, glaube ich, auch so etwas, was dann besonders interessant ist an diesen künstlerischen Arbeiten oder in diesen Ausstellungen von der Clementine Denis, die sie da in Frankfurt dann gemacht hat, zu gucken, wie werden sozusagen dann bestimmte Arten des Zeigens auch gebrochen. Und das ist ja gar nicht so einfach. Also dekonstruieren nur mit der Sprache ist das eine, aber eigentlich müsste man das ja fürs Zeigen genauso machen. Das Bild spricht zu viel. Also man kommt halt schnell an den Punkt mit der kolonialen Fotografie, dass egal was für Text, man wird darüber schreiben oder daneben liegen oder so, das Bild ist einfach zu gewaltsam oder einfach zu viel. Es gibt eine Art Exzess in dem Bild drin, die man nicht so einfach mit dem Text korrigieren kann. Deswegen war das für mich hier wichtig, so zu zeigen, dass Lohmeyer hat so typische Aufnahmen gemacht, die ich hier so zeigen wollte, aber trotzdem nicht so 100% sichtbar. Aber gleichzeitig, was sagt das über Fotografiebücher hinaus? Oder was sagt das über Fotografiebücher? Was sagt das über Jimmy Nelson? Was sagt das über Leni Riefenstahl? Was sagt das über Urlaubsbilder? Oder, ne? Also, ich habe so manchmal den Eindruck, dass es alles findet im Archiv statt. Und was wissen halt die Menschen davon? Oder wie kommt man an eine andere fotografische Praxis? Oder an eine kritische fotografische Praxis? Und wie integriert man das in der Geschichte der Fotografie? Deswegen die Frage, dieser reflexive Moment, wann man Fotos aufstellt, ist nicht nur eine künstlerische Frage, sondern ist natürlich auch eine kuratorische Frage. Und ja. Ich habe das jetzt auch so verstanden, dass Sie bewusst deswegen die Fotos von den Personen nicht gezeigt haben, weil man dann diesen gewaltsamen Blick nochmal wiederholt, oder? Ich habe es mir so stark überlegt. Ich weiß jetzt ja nicht, was für Fotografien das sind, also ob das richtig gehende Porträts sind oder Fotografien, die in so einem anthropometrischen Zusammenhang aufgenommen wurden.
Also es gibt beides, leider. Also ich habe so stark überlegt, weil ich wollte über diese so, schreibe ich die Namen von Menschen auf oder schreibe ich das nicht, auch thematisieren. Aber für mich, da mein Thema ging um so geografische Grenzen, ich wollte keine Fotos von Menschen als Fußnote zeigen. Also weil ich halt nicht die Zeit und den Raum habe, um das sehr stark zu thematisieren, dachte ich, wollte das halt einfach nicht so zeigen. Aber das ist, also am Anfang meiner Zeit im Ethnologischen Museum gab es ein Seminar über Fotografiegeschichte, die im Haus stattfinden sollte. Und die erste Frage war, und man hat so Archivmaterial einfach gelegt für die Studentinnen und die Professoren. Und die erste Frage kam, ah ja, aber gibt es keine Genozidfotos? Doch. Ich meine, ja, ja, klar, gibt es, aber Moment, ich meine, hallo? Also die Postkarten von Schädeln, die zurückgeschickt wurden, als Souvenir. Ja, aber ich meine, ich kann das noch nicht, oder ich würde das noch nicht mal in einem Seminar über Fotografiegeschichte einfach zeigen, ohne dass ich mit den Menschen, die was damit zu tun haben, die davon direkt betroffen sind, so zu thematisieren, zu gucken, darf ich nicht, ich meine, also einfach so diese, lass uns das Spektakuläre suchen in der Fotografie. Lass uns eine Ausstellung, ich habe nichts gegen CO Berlin, tut mir leid, wenn einer hier arbeitet, aber manchmal sie merkt nicht, wie das letzte Bild machen. Ne? Also wo man ständig Fotos von toten Männern, von Leichnamen, von Genozid, von Lynchings zeigt. Also diese überspektakuläre Beschäftigung mit Fotografie als ein Effekt, finde ich schwierig. Also, ja.